Ich versuche, einen GPS-Tracker mit Hilfe meiner Community vom Süden in den Norden Deutschlands zu transportieren. Letztes Mal hat unser Tracker einen Zwischenstopp in Dransfeld südlich von Göttingen gemacht. Lange passierte nichts, doch dann habe ich diese Nachricht bekommen. Bro, ich mache mich gleich auf den Weg, den Tracker aus Dransfeld zu holen. Das sind 1,5 Stunden Fahrradfahrt. Das hat er mir kurz vor 22 Uhr geschrieben. Was ein Macher. Um Mitternacht habe ich dann dieses Foto bekommen und am Tag darauf wurde der Tracker neu verstellt. Schick das Video unbedingt weiter an Leute, die den Tracker weitertransportieren können. Er liegt in diesem zugegebenermaßen sehr dornigen Busch vorm Gymnasium in Northeim nördlich von Göttingen. Wenn er sich wieder in Bewegung setzt, mache ich ein Update, also folgt rein.